Willkommen zurück zu Final Fantasy 3, wieder in der Zwergenschlotte. Ich habe natürlich nochmal wieder ein bisschen die Leute aufgepimpt und geguckt, was die in Rüstung kriegen. Zum Beispiel hat Ingo jetzt auch einen Eishelm und all so ein Schnickschnack, neue Pfeile für Ark, der ist jetzt wieder ein Schwarzmarker und so weiter und so fort. Ja, wir werden uns jetzt wahrscheinlich wieder als Frösche verwandeln müssen, also machen wir das mal. Mal gucken, wo uns das dann hinbringt. Quack, quack. Unterirdischer See. Achso, ganz schnell wieder zurückverwandeln. Das darf ich nicht vergessen. So. So. Alles wieder gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es diese Schallkrallen halt nicht für Refia zu kaufen gibt. Also auch hier nicht. Ja, das finde ich doof. Weil dann wäre sie wesentlich stärker, nehme ich mal an, wenn sie an der anderen Hand wenigstens auch schon mal welche hätte. Und da werden wir angegriffen. Hoffentlich sind die nicht zu stark. So, Magie, ich mach mal Feuer. Angriff. Blitz. Angriff. Normaler Angriff ist schon mal nicht so doll, aber sie macht eh nicht viel Schaden. Das war gut. Das Ding macht Eis, okay. Und wir machen Feuer gegen an. Das passt ja. Jo. Jetzt hauen wir einfach mal alle drauf. Gut. Wir kriegen wieder Kohle, das ist gut, weil ich habe wieder alles ausgegeben. Aber wozu auch horten, wenn wir dafür immer tolle Rüstungen und so haben? Ist mir pro Moment immer wichtiger. Die Truhe enthielt Goldnadel. Ja, Vorräte sind auch gut. Ach, hier kann man durch? Das ist ja verwirrend. Und hier geht's runter. Oh Gott, jetzt wird's aber echt verwirrend hier. Dann laufe ich einfach mal weiter. Ich denke mal, das wird schon richtig sein. Ich glaube, das Ding wird groß. Und ich kann mit ihm nicht Eisra machen. Das ist doof. Dann blitzen wir das mal an und greifen an. Oh, ich glaube, diese Feuerbälle... Ich erinnere mich immer an die anderen Final Fantasy Teile und da werden die pro Runde halt immer größer, wenn die nicht gestorben sind. Aber vielleicht ist das in diesem Teil noch nicht so. Ich glaube, die hatten wir auch jetzt schon öfters mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Immer drauf. Super. Ja, ich weiß halt gerade nicht, wo ich langrennen soll jetzt. Ich gehe einfach mal die Treppe runter, obwohl wir bestimmt 1000 Kisten jetzt übersehen. Noch eine Brücke. Oh, eine Kiste. Zeuszorn, das ist auch schön. Ja, war klar. Ja, wir sind jetzt hier voll eigentlich in der Übungshöhle. Ich greife lieber normal an. So, ich darf nicht so viel verballern. Wobei, bei Ark ist es halt immer so eine Sache. Zauberst du nicht, verbrauchst du Pfeile oder andersrum. MP. Beides ist immer doof, aber das kriegen wir schon hin. Da ich nicht weiß, was kommt, will ich eigentlich, dass er noch ein bisschen, ja, immer zaubern kann. Eigentlich keine Lust hier zu sterben, weil man dann echt viel immer nachkämpfen muss. Ja, sieht gut aus. Zeus Zorn. Ja, das ist... Ich weiß gar nicht, Zeus Zorn. Ich glaube, das ist ein Kälteschaden. Was ist das denn? Ach, die versteinern mich ja. Oh nein, und ich habe jetzt bei allen so eine Runde laufen. Schon die zweite, die versteinert ist. Oh, 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 da muss ich aufpassen. Scheiße. Oh Gott, einer ist schon weg. Schnell was nehmen. Item. Hebt Stein auf. Aber hurtig.
Am besten, du greifst ihn erstmal an. Vielleicht schaffen wir es ja, den direkt zu besiegen. Ja. Ah. Vor denen habe ich Schiss. Die machen mich so schnell zu Stein, dass das Spiel ganz schnell vorbei ist. Die sind immer noch versteinert. Gut, dann werden sich die Goldnadeln jetzt ja mal auszahlen. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Goldnadel. Gut. Wichtig. Wo kommen wir hin? Zu einer Kiste. 3000 Gil. Mein lieber Scholli. 3000 Gil. Wuhu. Wow, voll der Schatz da vorne. Voll goldsüchtig. So, wir machen mal ganz schnell erstmal dieses komische andere Vieh hier tot. Aber ganz schnell. Und soll da ruhig drauf lospatschen. Ich glaube, den kriegen wir eher hin als die anderen. Ja. Dieses Steinvieh macht mir mehr Angst. Jawohl. Schatz. Gutsko. Geht weg. Zieht Leine. Schleicht euch. Zischt ab. Das Horn gehört mir. Mir. Bosskampf. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem. Wir machen mal Eis drauf den. Ja, sie kann nicht viel machen. Und auch Blitzra. Und... ja, Angriff. Scheiße, ich hätte mal Arc zum Weißmagier machen sollen. Das war jetzt nicht so doll. Aber so können wir mehr angreifen. Ups. Über 400 war das schon mal. Über 500. So, jetzt brauchen wir aber schnell irgendwie hier, wo ist die Hai-Portion? Da ist sie. Ja, Angriff. Und du, machst nochmal Blitzra. Und du heilst mal. Ja, du heilst mal. Mit einer normalen Portion immerhin besser als gar keine. Aber eigentlich lasse ich Refia das als nächstes, die nächste Runde das mal machen, weil Ingus macht mehr Schaden. Das war nicht so viel. Das halte ich noch aus. Oh oh, Arc ist tot. Scheiße. Du musst aber auf jeden Fall weiter draufhauen. Du musst ihn wiederbeleben, wenn wir können. Können wir noch? Wir können. Und du greifst mal an, obwohl Refia wäre die nächste, die sterben könnte. Aber wir gehen das Risiko mal ein. Bitte hau nicht auf Arc drauf. Er haut auf Arc ein, das war so klar. Und jetzt haut er auf Luneth ein. Komm, den kriegen wir besiegt. Stirb. Stirb, bitte. Scheiße. Magie. Wir machen nochmal... wir machen nochmal Aisra. Und du... du nimmst unsere Hai-Portion. Versuch hier ruhig zu bleiben gerade. Und nimmst sie mal bitte für Luneth. Eigentlich müsste er sie auch heilen, aber ja, wenn ich jetzt Arc wiederbelebe, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Ich greife an. Irgendwann muss er ja mal klein gehen.
Wenn er verteilt draufschlägt, soll es mir recht sein. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt machen wir mal Feurer. Ach, er kann nicht mehr. Ja, super. Ganz toll. Dann machst du mal Blitz. Du heilst auf jeden Fall, weil du machst sowieso nicht viel Schaden. Wir haben keine Heil-Dings mehr, ne? Nee, wir hatten ihn nicht mehr. Dann greif einfach auch mal an. Oder Antarktiswind erteilt Eisschaden. Nö, wir machen mal hier diesen komischen Blitzschaden. Jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, wer was macht. Das war nicht so viel. Vita? Oh, der Arsch kann sich selber heilen? So eine Scheiße. Mach bitte über 96. Ja, 233. Ey, der steckt richtig viel ein, muss ich gerade mal sagen. So ein Scheiß. Ja, Gott sei Dank. Wuhu. Nur, dass Ark halt leider tot ist. Aber der hätte sonst immer auf ihn drauf gekloppt. Jetzt kriegen die anderen halt mehr Punkte. Super. Horn des Eises erhalten. Er ist verschwunden, aber egal, eigentlich bin ich tot. Lasst uns das Horn zurück zu den Zwergen bringen. Er lebt also wieder. Kriegen wir, Schätze? Erstmal wollen wir mal jemanden... Lebt er wieder? Ach, die leben alle wieder. Ach, denen geht's allen automatisch nach solchen Kämpfen immer gut. Das finde ich super. Ganz tolle Sache. Und wovon werden wir hier verfolgt? Von unserem komischen Horn? Oder was ist das hier für ein zweiter Schatten? Ich weiß es nicht. Können wir uns hier heilen? Nee. Und wir werden angegriffen. Ja, dann verschwinden wir da, aber mach mal Rache hier. Ah, Feuer. Angriff. Ich finde es toll, dass es denen danach immer so gut geht. Dann muss man sich nicht selber immer heilen. Ich habe Rache gemacht für Refi. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe es aber mal privat ausprobiert gehabt, die geht dann einfach mehr ab. Die greifen dann alle halt automatisch an. So wie Tobsucht. So verstehe ich das. Nur, dass es irgendwie dann aufhört. Yeah! Ja, dann werde ich jetzt natürlich die Wege aber auch lang gehen, die ich vorher noch nicht lang gegangen bin, weil, ja, ich werde zwar keine ultimativen Sachen hier, glaube ich, finden, aber man weiß ja nie. Super, okay. Sollte mal vielleicht wieder reden. Ich genieße und schweige, genau. Och Mann, man kommt ja hier gar nicht voran. Lasst mich raus. Eigentlich könnten wir ganz schnell raus. Wir haben ja diesen Zauber, mit dem wir uns raus teleportieren können. Aber das will ich halt nicht machen. Weil, ja, ich weiß halt nicht, was da noch ist in der Höhle. Weil wir halt nicht alle Gänge. Wir haben jetzt per Zufall genau den richtigen Weg genommen, aber
Macht das Vieh bloß platt. Geht doch. Juhu. So, raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Ah, wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Immerhin. Nee, nicht zwei von den Viechern. Das ist doof. Nein. Er ist kein Stein, Gott sei Dank. Ach, der ist direkt gestorben. Das ist ja super. Und er ist auch kein Stein geworden. Haha. Du bist voll schlecht, du Vieh. Weil wir hier ja ganz gut trainieren, werde ich jetzt aber mal Arc wieder zum Weißmagier machen. Weil der ist erst auf Stufe 9 hier. Und ja, dann kann der mal wieder ein bisschen abtrainieren als Weißmagier. Das finde ich vielleicht gar nicht mal schlecht. Und dann muss ich ihn natürlich wieder neu ausrüsten, weil sonst hat er nichts in der Hand. Und hier sieht immer auf den ersten Blick aus, als würde alles irgendwie, ja, schlecht für ihn sein. Aber Eisstab und ein Feuerstab hast du beides in der Hand. Das ist ganz toll. Lederhut, Magierobi, Mithrilarmschienen und für den Kopf hast du nichts. Echt? Doch, den Lederhut. Den blöden Lederhut. Es gibt auch irgendwie nichts Besseres für den. Mittlerweile, obwohl ich ja immer gucke nach Rüstungen. Aber anscheinend nein. Gut. So, da geht's nicht lang. Hier genau, hier sind wir durchgekommen. Und dann ging es hier aber noch irgendwie nach unten. Da nicht, aber da hinten. Irgendwo ging es hier nach unten. Feuer. Angriff. Du machst mal Vita auf dich selbst. Und du greifst an. Bei Ingos ist es immer so schön einfach. Deswegen mag ich gerne einen Krieger halt in der Gruppe haben. Und ich habe das halt auch alles brav gelesen, eure Vorschläge, wie man die Berufsgruppen verteilen kann. Aber wie gesagt, das ist irgendwie schwierig für mich zu entscheiden, was das Beste ist. Schade, dass Refia halt nicht einfach ihre Dolche wieder in die Hand nehmen kann, aber naja. So ist das wohl. Genau, Arc steigt jetzt auf. Was ist denn hier mit der Treppe, ja, Brücke? Hatten wir die jetzt auch schon oder nicht? Nee. Hä? Ach, hier kommen wir wieder zurück. Ja, dann gehen wir erstmal raus. Dann gehe ich da nochmal sonst privat rein und schau, was da so ist. Was sagst du? Im Norden befand sich ein leuchtender Turm, doch nach dem Erdbeben ist er verschwunden. Alles, was blieb, war ein riesiges Loch. Ja, Leute, ich hab hier euer Ding. Hi ho, hi ho. Vielen Dank, dass ihr, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stimme er hatte. Vielen Dank, dass ihr das Horn zurückgebracht habt. Zurück in den Schrein damit, neben das andere Horn. Ich werde den Schutzzauber aufheben. So geht's. Hi ho. Ihr könnt euch jetzt den Schrein nähern und das Horn an seinen angestaunten Platz zurücklegen. Item. Wenn ich das jetzt benutze, was, ist richtig, was ich hier mache? Ich lege das jetzt einfach hier hin? Oder wie? Item. Wichtiges. Horn. Da ist das Horn. Was? Wie? Ah, hier. Okay. Ha, 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 ha. Ich
habe mich als euer Schatten getarnt. Danke für die gute Reiseführung. Und jetzt gehören beide Hörner mir. Scheiße. Siehst du, da war doch so ein Schatten, habe ich's doch gesagt. Gutzku stiehlt die Hörner des Eises. Scheiße. Wie hast du das geschafft? Und wozu brauchst du die Hörner eigentlich? Dummchen, die Hörner des Eises werden mich vor den Flammen des Feuerkristalls schützen. Sie sind der Schlüssel zu dem Tunnel, der zum Kristall führt. Und da ich jetzt beide Hörner habe, gehört die Kraft des Feuerkristalls allein mir. Toll, wir haben's verkackt. Hi ho ho no, jetzt sind beide Stibitz. Gutzko muss zu dem Berg im Norden aufgebrochen sein. Bitte nehmt diesen Halunken die Hörner wieder ab. Wohin soll ich jetzt? Ja, wohin auch immer. Ich muss jetzt erstmal hier raus, weil der Part ist zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und müssen jetzt die Hörner nochmal wiederholen. Toll. Bis dann.